Servus Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Dead Island. Und zwar machen wir uns jetzt auf den Weg, um weiter zu erkunden. So, mal schauen, was hier im Bus drin ist. Was ist denn Geld? Okay. Klar. Da sind die Lootfinger wieder im Spiel. Gut, ja, Freund. Brechen wir mal den Arm. Okay, wir brechen ihm beide Arme. Hängt runter wie so zwei alte Vorhänge. Halt mal fest. Okay, danke fürs Halten. So. Rohstoffe sind natürlich extrem wichtig. Also müssen wir schauen, dass wir eh genügend dabei haben. So. Gut, gut. Alles klar. Mahlzeit. So, die Batterie können wir da wieder verwenden für die zwei. Na, ein bisschen Brüssel. Können wir das dann eigentlich gleich so verwenden? Ne, kann man ja. Alles. Ja, verdammt, das verwendet er nicht, ne? Da bräuchte ich so eine Waffe, die was halt quasi ein bisschen was entzündet. Ui, ja. Der wird auf jeden Fall kein Fußballspieler mehr. Bring only what you need. I'm Johnny in his spot. I hit you up. So, weiter zum Helperin Hotel. Ist doch so eine Kletteraxt. Okay, find the Helperin Hotel. Shuriken. Schlechtmann. Would like a word. Okay, wie rüste ich denn aus? Drei Busch, nee, da pack ich ihn da weg. Ah. Was ist auf. Wah, wo werfe ich denn den Mist jetzt? Auf Q, okay. Ah, Mist. Gut, das war das Falsche. I hope the soldiers at the Halperin are still alive. Richtig rein in die Stirn. Hopp. Das sieht einfach aus wie ein Einhorn. Ja, das sieht aus wie eine Diskette, Alter, also wie ein Schuriken. Und daneben. Ah, piss dich. Dann gibt es halt echt viele Möglichkeiten, um es zu sprengen. Vorräte. Ja, das Hackbeil reparieren wir mal. Was können wir denn noch? Ja, das ist für den Arsch. Okay, da können wir nix upgraden. Was ist das? Erhöht den Schaden. Schwerangriffe. Kraft, Angriffsgeschwindigkeit. Das kann ich nicht ändern. Okay, mehr wurscht. Gehen wir mal weiter, vielleicht finden wir ein paar Sachen. So, ich nehme mal an, dass da vorne weitergeht. Immer schön in die Fresse treten, man weiß ja nie, was da auf einen wartet. Ach, da ist er noch. So, dann schmeißen wir ein bisschen Wasser hin. Und dann noch eine Brutalmaschine. Erledigt. Kurz warten, sonst schockt mich der Scheiß schon wieder. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt das Benzinfass hinwerfe und dann den Brutzler? Ah, oh, okay, gut, funktioniert. Okay, funktioniert ein bisschen zu gut. Very good, very nice. Very good, very nice. Okay, da ist eigentlich nicht wirklich was.
aufpassen. Ah, ich glaube, der Shuriken ist einfach mehr für, wenn mehrere Zombies nebeneinander stehen. Dann können wir den dann verwenden. Oh, trink mal. Ah. Ja, dieser Dropkick ist einfach nur geil. Kopfschüttel. Immer schön in die Fresse treten. Ja, da, siehst du. Jetzt würde ich Lord Voldemort vermöbeln, also. Ja, einfach gar keine Nase. Alter, da unten sind ein paar. Ja, fuck. Jetzt habe ich natürlich keine Batterie mehr, oder? Weil das wäre ein guter Kill. Und shit. Alter, dein Schädel leg auf. Verpiss dich, Schlürfer. Ja, genau, setz dich hin. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Hä? Alter, also, das heißt, sobald ich mich umdrehe, spawnen die einfach wieder, oder? Habe ich das gerade geklärt? Ich weiß eh, Millionen von Zombies, aber dass die einfach so auftauchen. Ja, dann austricksen. Dann will eh alle schön reinlaufen. Komm, du auch noch. Ah, sehr gut. Ah, oh, okay. Bleib jetzt sitzen. Bleib einfach liegen. Also hier werde ich wahrscheinlich keine Batterie finden. Denke ich mal. Hm. Aber nix. Ja, genau. Okay, ja, der Typ mit dem Container. Wie soll der überhaupt noch zuweisen? Der hat immer mehr unteres Kiefer. Oh, Clown der Schlachterei. Alter, jetzt fühle ich mich wie Wolverine. So. Also normale Zombies verwende ich mal. Einfach im Rohr. Glaube ich, läuft besser. Okay, Corberus. Okay, da geht's weiter, aber eigentlich würde ich schon noch gern hinten die ganzen Viecher erledigen. Vielleicht können wir das ja. Können wir das ja gleich irgendwie erledigen. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht durch. Da vorne ist, da fallen ein paar wieder runter. Aber da vorne ist doch so ein Barrel. Treffe ich da hin? Ach, Mist. Was nehmen wir denn? Aber ich habe jetzt mit noch eins. Da. Ja, das haut rein. Haben wir mal den Fetten gegen die anderen getreten. Und klatsch. Gut. Stahlrohr. Okay. Da geht nicht drauf. Oh,
Alter, sieht aus wie hingeschissen. Okay, bleibt uns nichts anderes übrig, dass wir hinten da weitergehen zum Hotel. Okay. Gut. Natürlich. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein Katana, Alter. Eine der besten Waffen, die es hier gibt. Ist ja in jedem Zombie-Game. Not as lively as I'd hoped. Der sieht halt nicht so freundlich aus. Ich hab dann einfach mal gleich die Kapuze vom Kopf geschlagen. Hey, was ist da los? Sollte eigentlich schärfer sein. Wo soll ich das anbringen? Soll ich damit herumfahren oder was? Halt mal kurz fest. Was war mit deinem Kopf? Ah, das war mit deinem Oberkörper, Alter. Es gibt immer irgendwas, Mann. Schon. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit machen soll. Ich werde halt immer schauen, dass ich so ein Rohr dabei habe. Weil eben wenn sowas ist, also so ein Fall, dass du was werfen musst, dann kotzt es sich nicht an, wenn du so einen kleinen Scheißdreck wirfst. Schläger. Gerüststange, ey. Okay, wir schauen uns mal diese Tiefgarage an. Plötzlich wachen da einfach wieder 50.000 Leute auf. Und weg mit dir. Oh ja. Gib ihm, Bruder, gib ihm. Der hat sich gegönnt, ey. Aber nicht eh. So kann man das austricksen.
Fall. Das hat sie sondern zwei gleich nebenan. Mal schauen, was da drin ist. Na, der ist auch ein bisschen dumm. Der ist auch ein bisschen sehr dumm. Weil der hat sogar einen Totenkopf daneben. Wir haben alle einen Totenkopf daneben. Ich glaube, dass ich gegen die nicht so viel ausrichten kann. Dann geht er wieder zurück. Aber die alte Sonne. Okay, ich lock sie mal hier hin. Alter, die sind einige stärker. Wer darf denn jetzt schlagen? Ah, da ist es, das ist gut. Da kann ich das anmontieren. Also hätte er noch ein bisschen Fallschaden kriegen müssen. Okay, jetzt schauen wir, was ist da. Boah, das ist ein Geier. Wir haben einen Totenkopf. Ah, gut. Die Typen müssen nur einmal draufschlagen und dann... Der Spaß schon wieder vorbei sein. Verpiss dich, Mann. Komm her. Kannst du hier kommen? Ich darf mir halt nicht einmal schlagen, ne? Golfschläger haut rein. Komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Vorschlaghammer. Ah, okay. Das ist, ging eigentlich nur um die Kiste da. Ich bin enttäuscht. Und eine Rohrzange. Eine getunte Rohrzange. Sehr gut.
ist so ein bisschen anstrengend, ganz ehrlich. Okay. Das heißt, wir schauen uns zum nächsten Mal an, was uns in dem Hotel erwartet. Servus.